Sportimport BMX. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der BMX. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sportimport BMX Fahrschule. Ich möchte euch heute den Trick Nolly vorstellen. Nolly ist ein Trick, der den Namen aus dem Skateboardfahren hat. Da geht es nämlich darum, ja, so vom Vorderrad aus abzuspringen. Bordstein runter, Treppen runter. Der Nolly sieht leichter aus, als er in Wirklichkeit ist. Man muss sich dabei sehr weit nach vorne lehnen und denkt am Anfang wahrscheinlich, dass man vorne rüberfliegt. Da kann ich euch aber beruhigen, das dauert, bis das der Fall ist. Ja, dann würde ich sagen, zeige ich euch Schritt für Schritt, wie man an diesen Trick rankommt. Also ein Nolly ist jetzt kein Trick, mit dem man einen Wettkampf gewinnt, aber er macht Riesenspaß und ist vielseitig einsetzbar. Besonders bei Kombos oder beim Streetfahren. Und er führt dazu, dass man mega Radkontrolle bekommt. Das Schöne ist, man kann ihn überall üben. Das Schwierige wird am Anfang sein, das Hinterrad anzuheben und das Gewicht auf das Vorderrad zu legen. Das ist nämlich viel leichter gesagt als getan. Zwei kleine Tipps. Erstens, wenn ihr euch mal so ans Vorderrad stellt, könnt ihr mal versuchen, 2 bis 3 Sekunden lang euer ganzes Gewicht auf den Lenker zu legen. Am besten mit dem Oberkörper etwas nach vorne. Also genau so viel Kraft braucht ihr dann mindestens für den Trick und vom Gefühl her ist es sehr ähnlich. Zweitens, um das Hinterrad hochzubekommen, braucht ihr Grip. Den bekommt ihr viel besser, wenn ihr die Füße nach unten abwinkelt. Da können nämlich die Pedalpins im Schuhprofil viel besser greifen. Ja, und jetzt kommt es darauf an, den Bewegungsablauf richtig zu timen. Als erstes geht es natürlich vorher in die Hocke. Die folgende Bewegung passiert jetzt in einem. Die Füße winkeln nach vorne und mit etwas Schwung richtet man sich auf. Dabei geht das ganze Gewicht nach vorne auf den Lenker. Die Hände schieben den Lenker etwas nach vorne und die Füße ziehen die Pedale mit hoch. Klar sollte dabei etwas Spannung auf dem Rad sein, damit das Ganze klappt. Anfangs werdet ihr möglicherweise nur kleine Hüpfer mit dem Hinterrad schaffen. Mit Sicherheit werdet ihr großen Respekt vor dem nach vorne kippen haben. Um ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, wie weit man nach vorne gehen kann, ist mal wieder eine Bordsteinkante oder etwas Ähnliches sehr hilfreich. Da könnt ihr mal andocken und euer Gewicht nach vorne verlagern, um zu sehen, wie weit man gehen kann, ohne schon vorne überzukippen. Das eignet sich übrigens auch sehr gut, um sich an den Bewegungsablauf zu gewöhnen, aus der Hocke nämlich sein Gewicht nach vorne zu verlagern. Man kann schon sehr steil stehen, ohne überzukippen. Wichtig ist nur, dass ihr sehr langsam anrollt. Wenn ihr doch zu weit nach vorne gehen solltet, schiebt den Lenker durch die Beine und steigt nach vorne hin aus. Das Tolle am Nolly ist, dass man ihn praktisch überall trainieren kann. Zum Beispiel gibt es ja überall auf den Wegen solche Kanaldeckel. Wenn man immer versucht, die Dinger zu überqueren, ohne sie mit dem Hinterrad zu berühren, wird man sehr schnell besser. Dann geht's weiter mit einer einfachen Bordsteinkante. Die eignet sich super gut, um das richtige Abspringen zu üben. Und zwar ohne mit dem Hinterrad drauf zu landen. Gibt es überall, kann man jeden Tag mehrfach machen. Später kann man sich dann schön steigern, indem man höhere Kanten nimmt oder es mit 2 oder mit 3 oder mit mehr Stufen probiert. Also wenn es doch mal passieren sollte, dass ihr vorne rüberfliegt, seht zu, dass ihr den Lenker durch die Beine schmeißt und halbwegs sicher auf dem Boden landet, ohne dass euer Rad dabei noch zwischen den Beinen hängt. Das kann meistens übel ausgehen. Der eine oder andere wird vielleicht schnell Erfolge erzielen, trotzdem solltet ihr den Helm nicht vergessen, denn man kann dabei so schnell hinfallen, dass man eventuell keine Zeit hat zu reagieren. Besonders nicht, wenn man den Sturz nach vorne nicht gewöhnt ist. Ja, Freunde, seid fleißig und lasst nicht locker. Achtet auf eure Schutzkleidung und fahrt wie immer vorsichtig. Ich wünsche euch viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.